Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der XXL Farm. Ich hocke gerade noch in dem Ruder Europa Bandab 2, um mir die letzten Bahnen wegzuschreddern. Akkas nehme ich gleich ab und dann wird es auch erstmal ein, werde ich auch keine neuen Rüben mehr drillen. Also, naja, bin ich nur zu voll von denen. Also, erstmal ein Jahr lang Rübenpause. Das wird gleich schon mal verraten. Und ansonsten noch ein kleiner Acker, also dieser große hier, der war echt ein bisschen sehr üppig. Am besten auch ein genützliches Getreide, Weizen oder so, was ich gut gebrauchen kann, draufkloppen. Aber nicht irgendwie was, was ich gar nicht gebrauchen kann, wie Rüben, Kartoffeln oder so jetzt. Macht echt keinen Sinn. So, da hinten an der Ecke ein kleines Stück noch. Hinten am Acker war noch so ein bisschen so ein Streifen, ein kleiner. Den können wir auch noch mitnehmen. Ja, da ist auch noch einer. Wir wollen ja eigentlich nichts verschwenden hier. Und trotzdem ein paar Rüben, aber von daher ist dann auch Geld, was man liegen lässt. Für nichts. So. Weil das hier noch mitnehmen. Gesehen. Und schön Wendekreis hat der Ruder, das muss man ja mal lassen. Wo haben wir noch? Wo haben wir noch? Und Leute, was mir aufgefallen ist, es gibt keine große Ackeraktion jetzt vorübergehend, weil mir ist aufgefallen, Mist, ist ja schon 2. Novembertag. Und was steht auf der 32 und 43? Weiß. Bis wann kann ich denn noch wechseln? November. Da fängt es ja halt schon an. Aber ich mir keinen Kopf drüber gemacht, dass wir auch noch Maisacker haben. Ah, das ist doch schon wieder, viel zu viel zu tun. Aber ich habe mir schon was überlegt, wie wir die Maisacker da eigentlich recht schnell abschließen könnten. Und zwar miete ich mir dann einen Excel-Boot Überladewagen. Und ich habe das auf YouTube schon mal gesehen. Da haben manche es so gemacht, dass sie den Überladewagen hinten an den Häcksler drangehangen haben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das passt. Ne, das wird mal kurz Hilfeverfahren. Und gucken mal kurz, erstmal kurz Quarformmarkt. Ne. Kein Interesse. Und vor allem kein Geld. So. Hier in den Havre nicht, sondern die hatten wir bei Rüben, da hat man vielleicht auf manchen Screenshots von mir schon mal gesehen. Und hier den Verwechselgut von Havre, den SUV 5000. 50 Kubikmeter Platz. Kostet allerdings dementsprechend auch so viel, was man im Arm. Also von daher müsste man, denke ich mal, nochmal kurz Kredit aufnehmen. Boah, das sind auch Monsterdinger, ne? 211 Kubikmeter. Alter, wie willst du mit dem Ding über die Straße kommen? Müsste mir jetzt mal wer erklären. So einer ist ja noch schön gut und realistisch. Da geht er noch. Die anderen, ey. Haben wir auch so benutzt. Na gut, klar, auf so einer Riesenwelt ist das natürlich praktisch. Ja, aber auch mit so Sachen wie Autodrive mit 5 Droschern oder so, oh, das ist dann natürlich, aber hier, wie wir jetzt mit unserem kleinen Betrieb hier, wenn man es mal so sieht, ja, das ist ja natürlich auch nicht, aber das ist kein Vergleich, wie wir zu so einem anverfrischtes Gegner mit dem Zucker. Relativ egal, machen wir hier unten die Ecke noch.
Man bereitet mal alles vor auf Rätselkette. Ziemlich feierabend. Er hatte nach 5,6 Stunden. Zieht euch das mal rein. 5,6 Stunden hat dieser Ruder jetzt hier an diesem Acker gerodet. Das ist so nicht mehr normal. Das ist echt so ein Zeitwert, den sie in echt roden. Oder nicht hier mit S? Ah, und das mit einem großen Schneidwerk sogar noch. Na klar, der Tank ist nicht der größte. Stehen muss da auch viel. Der Acker natürlich auch riesig. Also im nächsten Mal muss man sich vielleicht überlegen. Ja, ist eine Sache von Zeit und Geld. Also, ja, bestimmt ganz viel Zeit geschoben in der Zeit zu holen, aber gibt es halt auch schon an, wenn ich zwei große oder so also gemietet. Ich auch schon wieder 50.000 allein für Roderkosten ausgeben. Ne? Das ist dann auch schon relativ. Auch die Hilfekosten waren ziemlich hoch. Wenn er gerade schon mal doppelt gewesen. So, da 16 Tonnen Rüblis hier drin. Ne? Laden wir die noch schnell ab und dann ist endlich Feierabend mit dem Rüben. Kann mir auch keine mehr sehen, also. Abtanken zu blöd oder was? Oder jetzt geht er. Mal schnell reingebündelt. Ganzen Rookies. So, und dann weg mit dem Teil. Boah. 5,6 Stunden, weil ich bin jetzt hier im Einsatz. So. Machen wir uns schnell auf zum Hof und dann geht's an die Häckselvorbereitungen. Oder auch nicht. So, jetzt. Kann ich nebenbei nochmal schnell gucken, wenn ich mit dem Tempomathof war. Wie die Felder halt aussehen. Hier am Hof rundherum ist alles schon schön gedrillt. Ist auch gedrillt. Jetzt fehlen noch die beiden Maisacker, die müssen aber vorher erstmal gedroschen werden und danach muss ich da am besten mit der Messerwalze nochmal drüber und mit dem Mulcher. Hier 31, da würde ich ja glatt Mais drauf hauen, obwohl die 36 würde sich glaube ich nochmal besser anbieten. Dann mache ich hier Mais drauf. Da nochmal schön Getreide. Ja, muss ich mal schauen. Obwohl, nee, da fällt mir was ein. Ich habe mir nämlich neulich vorgenommen, Baumwolle, das wäre mal, glaube ich, praktisch, weil ich habe nur nicht einen Baumwollballen, weil mein Kumpel und ich auf dem Server einen Baumwollacker hatten, der nicht mehr groß ist auf der Elm Creek, recht nah am Hof, so ein Pilleballer-Acker. Haben wir einen Baumwollball runterbekommen, einer hat 12.000 gegeben von so einem kleinen Acker. Von daher würde es, glaube ich, Sinn machen, irgendwie auf die 43 Baumwolle zu knallen, weil Baumwolle gibt echt Unmengen an Kohle, das ist nicht normal. Klar, ich kann jetzt natürlich ja bei Maisernte jetzt auch nicht die geilsten Gespanne von nur 50 Meter Hänger zusammenstellen, aber so, endlich ist die Berührungsmärkte abgeschlossen, Leute. Guckt euch diesen prächtigen Haufen an, das ist doch nicht normal. So, weil das Gespann hier würde ich gleich lassen. Aber drei Abfahrgespanne müssen auch schon. Beim Brandner, also mit unter 40 Kubikhänger brauche ich eigentlich gar nicht anfangen, deswegen muss ich mal kurz gucken, was meine haben. So, der hat schon mal 29, 5, der 34, also die machen eigentlich beide schon keinen Sinn. Müssen wir wohl wieder Kredit aufnehmen. So, komm. Wir wollen ja eine geile Häckselaktion machen, von daher. Gib ihm. Die Kohle wird sich nach der Zeit schon wieder mit reinspielen, also so ist nicht. So, eins. Die Schlepper haben wir, die brauchen wir nicht zur Verfügung stellen. So, nehmen wir hier am besten Kaweco. So, mal grün hier. Eins.
Und dann nehmen wir hier nochmal einen. Fliege. So. Sind jetzt alles recht große Anhänger. Und aber auch weite Fahrtwege haben. Klar. Ich hoffe, dass es funktioniert mit dem Überladewagen. Wäre echt blöd, wenn nicht, ne? Das wäre echt kacke. Aber das bei anderen auch schon gesehen habe, nur die hätten das dann immer im BX. Also von daher hoffe ich mal, dass es auch nicht nur beim BX geht. Ansonsten müssen wir halt den Big X mieten, weil. Ja, obwohl ich kurz eigentlich auch so machen, ne? War es halt übelst zeitaufwendig, ne? Mach mal laut, ich vergessen. So, Schnürschuh. Fahr mal zum Händler. Da steht was Schönes. Fahr mal hin da. So, nächster. 8S. Ich gleich kurz hinfahren. Kollege! Lass fahren! Bist du dort überfordert, weil ich nicht weiß, wie du hier runterkommst oder was? Ich glaube. Ach, da jetzt bin ich in letzter Zeit hier noch gefahren, also. So ist nicht. Ist mal los. So. Jaguar, hat der hinten Zuchtmaul? Ja, hat er. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das so geht. Der schön sauber ist, aber der hat auch schon 7,5 Betriebsstunden, Mensch. Ja, die Karren werden. Ja, der Tank ist auch schon übelst leer, also hatte ich auch noch nie das Träger von mir so viele Betriebsstunden haben. Oh, der Deutsche ist schon da, der ist aber auch einige was die kommen da. So, was nehmen wir noch? Was haben wir noch? Den nehmen wir nicht. Dann nehmen wir einen B-Track. Kollegengabel lassen wir hier, kann man zur Not, falls wir vorspulen sollten, die. Ja, Paletten noch aufladen. So, der Kollege, der kann sich mal auf den Weg machen. Stimmt, das ist ja sogar der Tuning. Der hat nochmal mehr PS. Kollege, bist du blöd, ne? Merke ich. Ach nee, Leute, jetzt habe ich den gleichen Bug wie vorhin oder was? Ah, dann muss ich mal probieren zurückzusetzen. Was ist ein Bug? Weil ich hatte einen Rückwärtsgang drin, wie wir gesehen haben, allerdings ist er nicht rückwärts gefahren. Ah, da war er. Da. So. Wir fahren mit dem Hexer los. Ach, der X wird auch im Silo unterwegs sein. Mach ich mich erstmal kurz mit dem Häcksler auf dem Weg zum Händler, müssen wir sie die Mittelloch auffüllen. In unserem Hof fehlt irgendwie nochmal. Fehlt irgendwie neue Träger. Da haben wir so ein Klaas. So ein Axion 900. Oder auch 800. Oder ein Zere und der. In Serie.
Und wenn man ja mal den Mais sehen, Leute. Ja, ich weiß nicht, ob der mehr Ertrag bringt, wenn er komplett ausgereift ist zum Häckseln oder. Ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall. Klar, ich weiß, in Eschecks sieht man ihn eigentlich. Wenn er gewöhnt ist, das bessere Ertrag ist, aber. So, please. Please gönn. Bitte. Scheint zu klappen. Jawohl. Das Rad hängt so ein bisschen in der Luft, denke ich. Ja, irgendwie hängt alles so ein bisschen in der Luft. Da können wir ja nochmal alles hinstellen für ein schönes Bild, würde ich ganz sagen. So, dann können wir hier nochmal kurz gucken. Der MB-Trag. Können wir noch ein Isoliermittel reinfüllen. Jetzt fährt er wieder perfekt. Der kriegt ja eigentlich so viel in den Ballard, weil irgendwie bin ich mal eher so der Meinung, ist der HW kommt ein bisschen zu groß für den. Ja klar, der wird das aufpacken, aber sollte man nicht übertreiben. So, Deutsch. So. Passt natürlich mal so gar nicht ins Bild, so ein dreckiger, hässlicher Deutsch. Hässlich ist er nicht, aber na, dreckig ist er nicht so gut aus. Kurz einen MF da hinten. Wir tragen nochmal schnell hier neben fahren und können noch ein paar Sachen kaufen. Ja, mal ein schönes Bild machen. Ja, kriegt man ja am besten ein schönes Bild. So hätte ich gesagt, ne? So sieht sie aus. Komm noch kurz. Wo haben wir es denn? Waldsachen, Schiebeschilder. Ja, jetzt habe ich sie gekauft. Na gut, dann kaufe ich es halt, aber wenn wir es haben. Wenn wir es haben, dann brauchen wir es auch nicht nochmal irgendwie mieten ständig. Ja, dann denken wir. Öfters mal machen. Wo war er denn? Da. Da Träger mit Ketten und Silo, denke ich mal, nicht so gut passend, aber. So, wenn ich mit dem jetzt unterwegs bin, schalte ich lieber wieder auf den Automatik. Ey, das ist mir zu bunt. Diese ganzen 10 Milliarden Lastschaltstufen hoch und runter schalten, ey, das ist immer zu nervig. Hier hat man irgendwie echt eine schöne Sicht aufmacht, ey. Ne, hier ist nicht wie bei den anderen hier so ein scheiß Pinöpel im Weg. Hier kann man schön gucken. Ja, 3,1 Betriebsstunden, also noch mit am wenigsten, hätte ich eigentlich nicht gedacht, aber.
Ja, bisher nur vom vorbeilaufen. Von daher. Die anderen werden jetzt auch durch die Extraktion übelst viele Betriebsstunden gewinnen. Obwohl ich schätze mal insgesamt. Ja. 4 Stunden, dann könnte der ganze Sheet abgerockt sein. Schild. Ja, sieht irgendwie ein bisschen scheiße aus, aber ja klar, man hätte einen schöneren Waldschlepper nehmen können, aber ja, passt schon. Ob das ist effektiv und ich brauche nicht zusätzlich nochmal einen Träger anbieten. Darum geht es mal eigentlich. So, meine Lieben, und dann würde ich erstmal sagen, soll es das erstmal gewesen sein mit einer weiteren Folge XXL Farm. Schaut beim nächsten Mal, wenn wir hier annexen, gerne vorbei. Dann würde ich sagen, bis dann, ciao, ciao.